Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Woche gab es die erste Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Baumärkte und Gärtnereien haben wieder geöffnet und Spazierengehen mit einer haushaltsfremden Person ist ab sofort erlaubt. Auch in der Bayern-Koalition haben wir eine gute Balance zwischen vorsichtigen Lockerungen und verantwortungsvollem Gesundheitsschutz gefunden. Einerseits wollen wir den Menschen im Freistaat nach Wochen des eisernen Durchhaltens schrittweise ihr gesellschaftliches Leben zurückgeben. Andererseits steht jede Entscheidung nach wie vor unter der Prämisse, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Deshalb haben wir beschlossen, ab nächsten Montag eine Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Sie ist erforderlich, um uns selbst und die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung zu schützen. So vermeiden wir eine zweite Infektionswelle, die ungleich mehr Schaden in Wirtschaft und Medizinwesen anrichten würde als die im März. Doch auch das reicht nicht. Um einer Rezession entgegenzusteuern, haben wir im Landtag den Sonderfonds Corona-Pandemie von 10 auf 20 Milliarden Euro aufgestockt. Zugleich haben wir weitere Fördertöpfe auf den Weg gebracht, die von Kinderbetreuung und Homeoffice erschöpften Eltern zahlen 3 Monate lang keine Kita-Gebühren mehr. Kunstschaffende erhalten Hilfen in Höhe von 1.000 Euro, ebenfalls 3 Monate lang. Und die Sportförderung verdoppeln wir. Einige von euch sind sicher enttäuscht, weil es ihnen mit den Lockerungen nicht schnell genug geht oder weil sie ihren Laden erst später als in anderen Bundesländern wieder eröffnen dürfen. Ich kann euch sehr gut verstehen. Aber noch ist die Corona-Gefahr nicht überstanden. Deshalb ist es so wichtig, den Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Menschen auch weiterhin zu wahren. Denn vergessen wir nicht, wir stehen nicht am Ende der Pandemie, sondern gerade mal im ersten Drittel. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.